Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte auf meinem Kanal eine neue Tutorial-Reihe starten und in dieser soll es um OwnCloud gehen. Nun, was ist OwnCloud? OwnCloud ist eine kostenlose Open-Source-Cloud-Software, die ihr auf eurem eigenen Server installieren könnt und dann mit der entsprechenden Client-Software Daten von verschiedenen Endgeräten dann einfach synchron halten. Also ähnlich wie ihr das Ganze von iCloud, Microsoft OneDrive und ähnlichen Diensten kennt. Nur eben Open Source und komplett kostenlos. Und Open Source bedeutet hier einfach, ihr könnt auch viel mehr konfigurieren, viel mehr Einstellungen und so weiter vornehmen. Für all diejenigen, die jetzt schon mal ein grundlegendes Interesse an OwnCloud bekommen haben, möchte ich mal ein paar Vorteile vorstellen, wieso ich diese Software wirklich so cool finde und wieso ich auch finde, dass die den Workflow von vielen Leuten, die eben mit Cloud-Diensten arbeiten können, wirklich erleichtern können. Der erste Vorteil ist, ihr habt die volle Kontrolle. Ihr wisst genau, wo die Daten liegen, denn ihr sucht euch den Server ja selbst aus, auf dem ihr OwnCloud installiert. Also ihr könnt bestimmen, ob der Server euch im Wohnzimmer steht oder in einem Rechenzentrum eures Vertrauens und eurer Wahl. Das habt ihr natürlich bei allen anderen Diensten nicht. Das ist sehr undurchsichtig, wo genau sich physisch denn jetzt eure Daten befinden. Des Weiteren ist es natürlich auch wesentlich günstiger, denn grundsätzlich müsst ihr ja für OwnCloud, für die Software an sich, gar nichts zahlen. Bei iCloud, bei Microsoft OneDrive, da bekommt ihr kostenlos meistens nur ein sehr geringes Budget an Datenspeicherplatz. Und das ist ja bei OwnCloud grundsätzlich unlimitiert, denn das entscheidet ihr selbst. Und selbst wenn ihr sagt, okay, ich muss mir einen Server anmieten, das kostet mir Geld, dann gibt es zum Beispiel sogar schon Unlimited Hosting Pakete, die, wenn ihr das mal runterrechnet, wesentlich günstiger sind wie Cloud-Lösungen. Zum Beispiel zahlt ihr bei iCloud für 2 Terabyte 9,99 im Monat. Für das gleiche Geld könnt ihr auch einen Unlimited Speicher bekommen. Da ist natürlich ganz klar, was hier günstiger ist. Was ich persönlich in des Weiteren an OwnCloud auch so liebe, ist, dass ihr es wirklich komplett auf eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt. Das heißt, ihr könnt dort Themes installieren, vorhandene Themes ändern, also einfach das Design der Cloud anpassen. Ihr könnt die Plugins installieren, die ihr braucht. Ihr könnt aber auch im Backend viele, viele Einstellungen treffen, dass diese Cloud genauso funktioniert, wie ihr das möchtet. Des Weiteren ist diese Cloud perfekt systemübergreifend kompatibel. Das heißt, ihr könnt die Client-Software auf Mac, auf Windows, auf Linux und noch sogar weiteren Distributionen installieren. Und das geht mit vielen anderen Diensten nicht. Zum Beispiel iCloud ist eigentlich komplett limitiert auf das Apple-Universum. Bei Microsoft OneDrive ist auch die Integration bei Mac nicht so wirklich ganz gelungen. Ganz anders hier, das habe ich selber ausprobiert, zwischen Mac, Windows und allen anderen Systemen funktioniert einwandfrei und auch die Konfiguration auf diesen verschiedenen Systemen ist kinderleicht. Aber ganz unabhängig davon, welches Betriebssystem ihr benutzt, ist auch die Browser-Version von OwnCloud wirklich sehr gut und auch sehr einfach und intuitiv zu benutzen, ist aber überhaupt nicht in ihrer Funktionalität irgendwie gegenüber der Client-Software eingeschränkt. Ihr könnt hier wirklich viele Einstellungen vornehmen, eigentlich alles und sogar noch mehr, was ihr auf der Client-Software machen könnt, auf dem jeweiligen Rechner. Ihr könnt Links erstellen, aber auch zum Beispiel für die Nutzer der Cloud, also Leuten, denen ihr die Links dann zur Verfügung stellt von eurer Cloud, ist es wirklich sehr gut durchdacht. Ihr könnt zum Beispiel Drop-Zones einrichten, auf die dann einfach Personen Dateien per Drag and Drop hochladen können. Kurzes Beispiel von mir, das ich da im Workflow sehr häufig benutze, ist, wenn mir gerade Kunden irgendwelches Videomaterial, Bilder und Dateien zur Verfügung stellen wollen, sind diese meistens zu groß für die E-Mail-Anhänge und deswegen erstelle ich ihnen hier einfach eine Dropzone und kann es dann zusammen mit der kleinen Software so gut einrichten, dass diese Dropzone direkt auf meiner Arbeitsfestplatte da landet, wo der Kunde eben seinen Ordner hat und ich muss mich nicht mal mehr um die Dateiorganisation dann später kümmern oder selbst irgendwas hoch- und runterladen. Genauso bietet die zum Beispiel aber auch Vorschaumöglichkeiten für diverse Dateien, sei es Bilddateien, sei es Videodateien, Musikdateien, aber auch ganze Word-Dokumente, OpenOffice, alles Mögliche könnt ihr direkt im Browser betrachten. Der nächste große Vorteil ist, dass die Anzahl der Benutzer auf eurer Cloud eigentlich unlimitiert ist. Da könnt ihr wirklich so viele anlegen, wie ihr möchtet. Und gerade wenn ihr OwnCloud im eigenen Unternehmen oder auch zum Beispiel im eigenen Verein einsetzen möchtet, bietet das natürlich viele Vorteile. Die Benutzer können dann aber auch ein eigenes Budget an Datenspeicher sozusagen von euch als Administrator zugewiesen bekommen und das wirklich auch als eigene vollwertige Cloud benutzen. Aber natürlich der größte Vorteil hiervon ist natürlich die Dateisynchronisation, dass ihr hier ganz einfach Dateien teilen könnt unter verschiedenen Personen, auch sehr große Dateien, ohne diese einzeln jedem zuweisen zu müssen. Denn ihr könnt zum Beispiel auch Gruppen erstellen, wie ihr dann ganz einfach mit einem Klick größere Dateien oder ganze Dateipakete einer Personengruppe zuweisen könnt. Ich hoffe, ich konnte mit diesem kleinen Überblick euer Interesse an OwnCloud etwas wecken
und würde mich freuen, wenn ihr natürlich die nachfolgenden Tutorials anschaut. Und gleich vorweg, die Installation ist wirklich sehr einfach. Gerade wenn ihr das auf einem Hosting-Paket installiert, also wo ihr FTP-Space und eine Datenbank habt, geht das eigentlich genauso einfach wie zum Beispiel WordPress zu installieren. Und das ist ja ein Dienst, den sehr viele kennen und der eigentlich sehr ähnlich funktioniert. Also, falls ihr aber allerdings auch schon mal im Voraus Anregungen habt, was genau ihr sehen wollt, auch vielleicht tiefere Themen, die in das Thema Dateihosting bzw. OwnCloud gehen, dann lasst mich doch gern in den Kommentaren wissen. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.